In dieser wahren Geschichte geht es um eine Katze, die ihren Besitzer für ihre Rettung belohnt hat. Angefangen hat es damit, dass Stewart, der Chef einer Marketingfirma in den USA, eine streunende Katze fand. Sie hat ihm leid getan, also hat er sie aufgenommen und ihr ein neues Zuhause in seinem Großraumbüro gegeben. Sie hat sich schnell im Büro eingelebt und kam prima zurecht mit den Angestellten. Sie schlenderte über die Tische, holte sich Streicheleinheiten ab und hat einmal sogar unfertige E-Mails versendet. Also ganz normaler Alltag, bis zu dem Tag, als Stewart ins Büro kam und durch die Glastür Geldscheine auf dem Boden sah. Er dachte, dass es jemand verloren hat und fragte bei den Angestellten nach, aber keiner hat Geld vermisst. Er dachte sich auch nichts großartig dabei. Aber der interessante Teil kommt jetzt, denn jeden Morgen, als er ins Büro kam, lagen wieder Geldscheine auf dem Boden. Und wieder vor dieser Glastüre. Bald dachte sich Stewart, dass der Grund dafür die Katze sein musste, die er von der Straße gerettet hatte. Denn ihr Lieblingsplatz war genau vor dieser Glastür und man konnte sie von außen auch gut sehen. Die Frage war nur, wie kamen die Geldscheine ins Innere? Also entschied er sich, eine Kamera aufzustellen und war verblüfft, was er auf den Aufnahmen zu sehen bekam. Nachdem das Büro geschlossen war, hielten Leute an der Glastüre an, um mit der Katze zu spielen. Es gab eine kleine Öffnung zwischen den Türen. Die Leute steckten Geldscheine durch, schoben sie hin und her. Sobald ein Geldschein durch die Tür gesteckt wurde, schnappte sich die Katze die Banknote und rannte weg. Sie kam dann aber gleich wieder und bettelte mit ihren traurigen Augen nach noch einem Schein. So verdiente sich die Katze jeden Tag ihren eigenen Lohn und das Büro wurde mit der Zeit eine kleine Attraktion. Viele Leute kamen vorbei, um mit der Katze zu spielen und ihr ein kleines Trinkgeld zu geben. So vergingen die Tage und täglich sammelten die Mitarbeiter das Geld auf. Aber für irgendwas mussten sie es ja verwenden. Also entschied Stewart, dass er es für einen guten Zweck verwenden möchte und gründete eine Organisation, die Obdachlosen und streunenden Tieren hilft. Außerdem brachte er ein Schild an der Tür an, die die Leute über die Organisation informiert. Man muss es glaube nicht erwähnen, dass die Geschichte von einer Katze, die Spenden sammelt, sich so schnell verbreitet hat, dass sie über Nacht berühmt wurde. Im Büro war man sprachlos, weil aus aller Welt Spenden geschickt wurden, sogar übers Internet. Sie mussten aber noch einen Namen für die Katze haben und nannten sie Cashnip nach ihrem Lieblingshobby, Geldscheine sammeln. Also ich meine, es ist schon verrückt, wie sich das Leben verändern kann. Eine streunende Katze, die von einem wirklich herzlichen Menschen gerettet wurde, hilft nun anderen Menschen und Tieren, die in einer gleichen Situation sind. So Leute, das war die Geschichte. Würdet ihr der Katze auch Geld geben? Ich zumindest, ich würde es tun, ja.